Herzlich willkommen bei Onkel Kramer. Ich mache ja den Schlüsseldienst 24 Open Door und möchte euch heute mal den Kronos zeigen. Das ist ein Werkzeug zum Türen öffnen. Das ist so ein Gerät, wie man das aus den Filmen kennt. Ich mache es mal ganz kurz an. Ist halt im Grunde genommen elektrischer Dietrich, wie der funktioniert, wie der arbeitet, was für Vor- und Nachteile der hat, welche Schlüssel man damit öffnen kann und welche eventuell nicht. Das klären wir auf jeden Fall in diesem Video. Und mehr dazu vom Kronos nach dem Intro. Ab geht's! Wer mag, darf gerne auf meiner Homepage 24 Open Door vorbeigucken, aber heute geht es wie gesagt um den Kronos. Ja, übrigens, ich habe nicht so ganz so schöne Fingernägel, ich habe leider Schuppenflechte, ich kann es nicht ändern, weil es kommt wirklich sehr oft zu dämlichen Kommentaren, wasch dir mal die Hände und das nervt, ich kann nichts dafür. So. Weiter geht's. Es gibt in verschiedenen Ausführungen, einmal einzeln ist ein bisschen günstiger und natürlich dann nochmal mit so einem schönen Koffer und so einem Flipper hier, Flip-It. Das werde ich euch gleich nochmal alles genau zeigen, wie das funktioniert. Auch hier ist ein bisschen Zubehör mit dabei. Ein Teil habe ich noch dazu gekauft, aber dazu gleich auf jeden Fall mehr. Ja, und einige werden natürlich sagen, das kann man ja auch mit der Zahnbürste machen. Da brauche ich einfach vorne bloß die Zahnbürste abmachen und dann so eine Picknadel rankleben oder binden oder schweißen. Und nein, das geht bedingt. Das hat was damit zu tun, dass dieses Gerät ein bisschen erstmal kraftvoller ist und sich zudem auch noch justieren lässt. Also hier können wir Nägel mit in die Wand machen. Woher kommt die Kraft? Hinten drin sitzt eine große Batterie drin, wie man die von den E-Zigaretten kennt. So eine 18650er ist das. Zum Lieferumfang dazu gehört nochmal so ein Ladegerät und natürlich ein USB-Stecker, wo wir das Ganze dann vernünftig laden können. Zum Standardlieferumfang, also wenn man das einfache Gerät bestellt ohne Zubehör, sind hier noch ein paar Ersatz-Picknadeln drin, auch verschiedene nochmal, verschiedene Längen. Und diese beiden Spanner, ich habe mir jetzt nochmal ein paar extra bestellt, was man auf jeden Fall für jede Tür hier was da hat. Außerdem noch einen Imbusschlüssel, damit man hier vorne die Picknadeln tauschen kann. Ein weiterer Vorteil im Gegensatz zur Zahnbürste, außer der Kraft, ist natürlich noch, dass wir den Hub einstellen können. Den Hub stellen wir über die Schraube ein, so, und dann können wir sehen, der Hub ist höher. Jetzt können wir das zum Beispiel mal ganz eng stellen. Die Schraube hätten sie ein bisschen größer machen können, sage ich mal so. So, jetzt haben wir einen viel geringeren Hub. Also mit dem Hub, also der Hub ist auch entscheidend darüber, ob man das Schloss aufbekommt oder halt nicht. Extra zum Set dazu gekauft habe ich mir nochmal diesen Halter hier. Das ist dazu, dass man noch zu Hause üben kann. Hier kann man einen Zylinder einspannen. Als Beispiel, der Zylinder, der wird hier reingesteckt und oben fixiert. Und so ist es dann frei, als wenn er im Schloss sitzt. Jetzt können wir beispielsweise hier den mitgelieferten Spanner nutzen. In manchen Fällen eignet sich dieser Spanner hier besser, den kann man einspannen und leicht drehen. Ich zeige das mal ganz kurz. Also das untere Teil ist mit einer Feder gespannt. Den können wir jetzt hier reinsetzen, müssen wir natürlich aufpassen, dass wir nicht zu weit reingehen, weil sonst blockieren wir den unteren bzw. den vorderen Stift. So, jetzt kann es natürlich sein, dass wir nicht auf Anhieb erfolgreich sind, da wir den Hub noch ein bisschen anpassen müssen und da mein Gerät, in meinem Fall, das geht jetzt nochmal zurück, zwischendurch teilweise schwächer wird. Und neues Gerät ist unterwegs. Auf jeden Fall, zwischendurch habe ich gar keine Power und es geht halt auch ganz aus. So, wie handhabt man das Ganze? Wir stecken den Pick rein, Millimeter zurück und drücken dann quasi ab, sodass die Picknadel auf unseren Stiften tanzt. Und durch Zufall erreichen wir dann die richtige Position und drehen das Ganze dann rum. Es gibt Leute, die sagen, du musst den so halten und mit dem Zeigefinger drücken. Es gibt welche, die sagen, du musst den so halten und locker, der muss mitschwingen. Es gibt wirklich verschiedene Meinungen ich mache so, wie ich das am besten kann und ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Ich sag mal, so wichtig ist ja der Erfolg. So, jetzt müssen wir natürlich einmal unseren Vorspanner hier reinsetzen. In dem Fall nehme ich den Ring, der geht bei diesen Abus-Schlüsseln ganz gut. Und der hält auch von selber. Ich stell den Hub jetzt noch mal ein bisschen hoch und dann sollte es daher aufgehen. So. Manche Zylinder, so wie der Abus Security, die haben dann halt noch mal in der Mitte quasi, also wenn der halb rum ist, so ein Punkt, dann rastet der mehrere oder ein Stift wieder ein und man müsste es noch mal picken. Beziehungsweise speziell beim Abus Security sitzt hier oben auch noch mal ein kleiner Stift, den wir drücken müssen. Und dann lässt sich das Ganze erst wieder schließen. Dann gibt es hier dieses, diesen Flip-It, den können wir jetzt vorspannen, sage ich mal. Spannen unseren Flip-It, wir können den nach links um und nach rechts rum spannen. So, in dem Fall müssen wir natürlich hier links drehen, damit wir hier rechts rum kommen. Stecken ihn rein,
zack, und wir können dann den Schließzylinder immer weiter aufschließen durch erneutes Spannen oder zuschließen, je nachdem. Zack, es ist aber eingerastet, war jetzt ein bisschen zu weit. Es geht auch mit Bohrmuldenzylindern, aber je nachdem, was für ein System drin ist, wie die Bohrmulden liegen, also man kann es nicht garantieren, dass es bei jedem, sage ich mal, funktioniert. Bei solchen Bohrmulden machen sich die Schlagschlüssel dann eher, erweisen sie sich eher als nützlich, als dann eine halbe Stunde rumzupicken. Das ist ja auch alles, Arbeitszeit ist ja auch Geld. Wenn man das zum Hobby zu Hause macht, ist es vielleicht was anderes. Bei jedem Schloss ist es so, man braucht am Anfang ein bisschen. Und hat man das eine gewisse Zeit geübt, geht das Ding im Schlaf auf. Also das ist einfach, man hat dann den Rhythmus raus, beziehungsweise wie man dann arbeiten muss. Und es gibt natürlich High-End-Schlösser, die sich nicht mit diesem Multi-Pick öffnen lassen, beziehungsweise mit dem Kronos. In der Regel lassen sich mit dem Multi-Pick alle Schlösser öffnen, die diesen Schlüsselbart unten haben, diese Zacken. Und damit kann man dann auf den Stiften schlagen, bis sie die richtige Position erreicht haben und man das Ganze rumdrehen kann. So funktioniert es ja eigentlich. So, wir haben noch ein anderes Schloss, wir probieren das nächste aus. Die Picknadel selbst lässt sich nachkaufen, tauschen, alles gar kein Problem. Und gibt es in verschiedenen Stärken. So. Manche Schlösser gehen, wie gesagt, schneller, manche langsamer. Die einfachen Schlösser bekommt man in der Regel, beziehungsweise diese Standard mit dem normalen Schlüsselbart, kriegt man in der Regel so auf. So, offen. Das ist halt, jedes Schloss ist, sag ich mal, verschieden. Und das heißt, dass wir bei manchen auch mit etwas schmalen, langen reingehen müssen bis zum Anschlag, wie mit dem Spanner. Moment, ich suche mal ihn raus hier. Denn manche brauchen hinten einen Druck an der Kupplung, sonst rutscht unser Zylinder durch. Also super Security finde ich die Schlösser nicht. Wobei andere Schlösser sich auch einfach öffnen ließen. Noch einfacher sind Vorhänge, Schlösser. Das ist jetzt hier, wie gesagt, die Abo Security Serie. Ich habe einen Fehler gemacht beim Bestellen. Ich habe alles einzeln bestellt, weil ich es so geizig war, um hier alles zu bestellen. Ich habe noch einen Zusatzakku gekauft, den Vorspanner extra gekauft, den Flipper, also den Flipbit extra gekauft. Und letztendlich ist es billiger, wenn man gleich alles zusammen kauft. Aber ja, gut. Schöne Packung, kann man ordentlich verstauen. Könnte ein bisschen kompakter sein, also lieber ein bisschen dicker und in die Tiefe kriegt man es besser in die Werkzeugkiste mit rein. Also dieses Teil ist auf jeden Fall schlüsseldiensttauglich, kann man sagen. Ich meine, klar kostet es Geld, aber wenn man guten Service bietet und viel Geld verdienen möchte, dann muss man auch ein bisschen in sein Werkzeug investieren, sollte nicht nur eine Öffnungsnadel oder eine Plastikkarte dabei haben. So einfach wie im Film geht es nicht. Es gibt auch einige YouTube-Kanäle, weiß ich, die das reinhalten und das ist sofort offen. Ja, das geht. Wenn man da drauf eine halbe Stunde trainiert hat auf ein Schloss, dann kann man das innerhalb in kürzester Zeit öffnen, ja. Man muss immer ein bisschen üben, jedes ist anders, je nachdem wie die Verzahnung sitzt oder wie die Stifte sind. Mal geht's schneller, mal geht's langsamer oder manchmal auch gar nicht. Ich bin ja nicht nur YouTuber, ich erstelle auch Snackautomaten auf und ich finde, gerade der Schlüsseldienst ist ein cooles Business, was man neben diesen Snackautomaten machen kann. Da wir bei den Snackautomaten nicht an irgendwelche Uhrzeiten gebunden sind, kann man jetzt quasi rund um die Uhr oder sich mit jemand anders noch diese 24-Stunden-Service-Sache teilen. Hat neue Fähigkeiten, die man lernt oder machen kann. Interessantes Aufgabengebiet. Denn weiteres Standbein finde ich super wichtig, gerade als Unternehmer. Ich habe mehrere Standbeine. Nicht nur meine Automaten. Ich habe YouTube. Ich habe Hörbücher habe ich rausgebracht. Ich bin beim Automatenland in Neuss mit drin. Ja, ich mache Produktvorführungen, Videos und bin Affiliate-Nehmer von diversen Plattformen. Ja, und da ist das natürlich für mich eine super Sache. Umso mehr Standbeine man hat, umso sicherer steht man definitiv im Leben. Und für mich ist es einfach eine Sache, die mega viel Spaß macht mit diesem Schlüsseldienst gerade und vielleicht auch ein Business, was für euch was taugt. Deswegen solltest du den Kanal abonnieren, wenn du da Interesse dran hast. Hier taucht immer wieder was von auf. Ich möchte auch ein Online-Schlüsselseminar anbieten. Das ersetzt natürlich niemals ein physisches Treffen mit Uwe. Aber als Zusatz oder gewisse Sachen wieder in Erinnerung zu rufen, finde ich das eine ganz coole Geschichte. Bei mir gibt es dann hinterher auch ein Zertifikat. Allerdings vor Ort ist immer noch mal eine Spur besser. Und solange es den Uwe gibt, solange gibt es da auch die Seminare, da bin ich mir ganz sicher. Also, bleibt sauber, ordentlich und anständig.